Naja, letzten Endes hatte er wohl doch recht. Und hier muss man Hören, einfach mein die Taste Alter. spammen. Hier können wir wieder zurückgehen oder wir können natürlich den Supermarkt plündern. Dietrich ist hier erforderlich. Dann gehen wir doch mal in den Hab sie. Ich Supermarkt. trianguliere. Sie ist im Supermarkt. Sei vorsichtig. Ich glaube, ich sollte jetzt echt mal langsam die Pistole benutzen. Ich sollte da lieber auf Nummer sicher gehen. Dein Radar. Du musst es manuell nutzen, wenn du wissen willst, was sich an den blinden Stellen befindet. Toll, der war schon tot. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Leuchtraketen. Na, die könnten nützlich sein. Grünes Licht verwirrt die Dummköpfe. Hätte ich vielleicht ein bisschen anders handhaben müssen. Aber naja. Hätten wir beseitigt. Jetzt haben wir natürlich noch die blöden Bretter dabei. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Ich habe keine Ahnung. Wir sollen ja zum Supermarkt gehen und plündern, aber wir sind eigentlich voll vom Inventar her. Ich würde mal sagen, wir gehen mal ganz schnell zurück. Das war ja direkt hier ums Eck. Und hier kommen wir direkt zu unserer Station. Ah, zum Safehouse, genau hier. Da können wir mal ein paar Sachen wegbringen. Dann sind wir da ein bisschen besser gewappnet, finde ich. So, das können wir überspringen. Die Szene ist immer die gleiche. Hier hat alles angefangen und hier wird es enden. Versprochen. Schützt das Safehouse. Dein Überleben hängt davon ab. Ja, wir schützen es ja. Ich lege jetzt gerade mal Sachen ab, die wir jetzt nicht unbedingt alle mit rumschleppen müssen. Ich denke mal, so ist das okay. Dann haben wir genügend Platz. Lieber John. Es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass wir in diesem Punkt zu einer Übereinstimmung kommen können. Du scheinst bei der Lektüre der Sprache. Sei vorsichtig mit den Dingern. Damit kannst du Minenfallen legen. Aber jag dich nicht hoch. Ja, habe ich nicht vor. Nochmal neu. Lieber John, es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass wir in diesem Punkt zu einer Übereinstimmung kommen können. Du scheinst bei der Lektüre der schwarzen Prophezeiung felsenfest von verbrannter Erde auszugehen. Während ich und Ron und viele der anderen es mehr als Warnung verstehen, dass wir den Leuten helfen müssen und nicht tatenlos zusehen, wenn es soweit ist. Ich weiß, dass du sauer auf mich und Ron bist, weil wir uns beim letzten Treffen mit dir gestritten haben. Aber ich hoffe, du verstehst, dass wir das Vorsicht ist besser als Nachsicht-Prinzip vertreten. Es ist wie mit der globalen Erwärmung. Wenn wir falsch liegen, haben wir zumindest versucht, die Welt zu verbessern, ohne dabei Schaden anzurichten. Haben wir jedoch recht und handeln nicht umgehend, bringen wir den gesamten Planeten in Gefahr. Ich wünschte, du würdest das verstehen. Wir versuchen nicht, dich auszugrenzen oder mundtot zu machen, wie du behauptest. Ich weiß, du hast all das im Eifer des Augenblicks gesagt. Aber selbst wenn du es nicht so gemeint hast, es tat weh. Deine Erfahrung ist für uns von unschätzbarem Wert. Deswegen wurde ich überhaupt gebeten, dich anzuwerben. Wir sind keine Kinder und wir können deinen Standpunkt nachvollziehen. Aber wir sind schlicht anderer Meinung. Der Rat hat mich gebeten, dir vorzuschlagen, eine Zeit lang den Treffen fernzubleiben, da sie dich derzeit nicht für sehr hilfreich halten. Ich werde es nicht tun, da ich dich immer noch liebe und weiß, wie sehr es dich erbittern würde, vom Rat ausgeschlossen zu sein. Aber auch ich halte deine fatalistischen Ansichten für wenig hilfreich. Ich bin im Begriff, nach Clermont-Ferrand aufzubrechen, um die dortige Bibliothek nach dem Pestilentiarii zu durchforsten, so wie es beim letzten Treffen besprochen wurde. Aber bis zur Bonfire Night bin ich wieder zurück. Ich rufe dich dann an, damit wir uns das Schauspiel von Ellie Pally aus ansehen können. Es ist schon lange her, dass wir einen Abend zusammen verbracht haben und ich bedauere das sehr. Okay.
Damit sind wir jetzt gemeint. Sind wir John oder ist jemand anders John? Die dunkle Prophezeiung. Ein weiteres Schreiben. Also man hat hier auf jeden Fall relativ viel zu lesen. Die dunkle Prophezeiung. Ein neues Utopia wird in London erblühen und jene, die das reinigende Feuer dulden, werden seine Herren sein. Doch andere sehen Preis sei der Hölle Feuerpein. Nur ein Ausschnitt davon. Ein wunderschönes Gedicht. Wir hauen hier ab. Ciao. Wir wollen zum Brick Lane Markt. Und hier auch wieder. Also der Ladebildschirm ist immer gleich. Das ist also uninteressant. Den können wir immer überspringen. Spaßzeit. Und Nerven. So, hier hätten wir den Zombie erledigt. Und wir waren jetzt hier auf dem Weg zur Gasse. Aber warte mal, wir haben ja oben noch die... Ja, die sag schon hier, die Dingens. Die Leuchtfackeln. Okay. Dann mal wieder ab nach unten. Wir haben jetzt die Lage abgecheckt. Lebst du? Anscheinend nicht. Hier können wir nicht rein. Die Türe ist blockiert. Hier haben wir noch einen Eimer. Da ist nichts drin. Und hier haben wir nochmal einen Erste-Hilfe-Kasten. Hier können wir auch nicht rein. Na gut, dann müssen wir wohl außen rum. Ich hänge hier gerade ein bisschen fest. Hallo? Haben wir sonst noch etwas? Eine Türe, die blockiert ist. Die ist ein bisschen blockiert hier. Diese Gasse hier. Kommen wir nicht hin. Keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall mal diesen Weg hier. Was fahren wir mit dem Karton? Ich dachte schon. Wir müssen hier lang. Jetzt kommen wir aber auch nicht mehr zurück. Minen und Leuchtraketen. Also Leuchtfeuer. Können wir vielleicht gut kombinieren das Ganze? Vielleicht. Hatte ich hier nicht eben? Ne, ich hatte den anderen mit einmal durchsucht. Aber hier so ein Dingens für die Karte, um die Karte zu aktualisieren, haben wir nicht. Schade. Oh nein. Der war mit dem Alarm verdrahtet. Schnell rein, bevor alle Pestbeulen im Umkreis angelaufen kommen. Okay. Diese armen Bullen sind sicher wegen des Supermarktalarms gekommen. Jetzt haben sie ein echtes Problem. Ich will es ehrlich gesagt gar nicht herausfinden, ob die irgendwann durchkommen. Okay, die Minen funktionieren. Wow. Funktionieren sogar sehr gut.
Okay. Haben wir mal kurz beseitigt. Verbarrikadiert. Mist. Such dir einen Hammer. Damit kannst du Bretter von den Türen schlagen. Und natürlich haben wir jetzt hier einen Hammer, das war ja klar. Wenn du schon mal da bist, greif zu. Klau, was du kriegen kannst. Achso, ich dachte, ich muss Q drücken. Nochmal neu, E drücken. Wunderbar. Hier drin. Das ist nicht gut. Hier ist auf jeden Fall viel Loot. Das ist gut. Was? Ich glaube, das möchte ich nicht machen, oder? Na, die können wir mal entfernen. Zumindest. Aber ich will noch nicht rausgehen. Damit verlassen wir den Laden. Ich kann auch gar nicht springen. Fällt mir gerade mal so auf. Ach, das sind Ratten. Meine Güte. Nimm noch den Cricket-Steger. Ruhe. Das ist mir auch lieber nochmal danach zu schlagen. Das ist wie in einem Buch nachzuschlagen. Einfach nochmal nachgucken und sicher gehen. So ist das Ganze hier auch. Auf eine apokalyptische Art und Weise. So, wir werden jetzt hier weiter durch den Supermarkt trampeln. Und das war noch nicht der letzte. Ist aber auch tot. Das ist sehr gut. Dann werden wir uns hier mal weiter umsehen. Was ist das denn hier? Das sind ja wunderschöne Spielzeuge. Oder Puppen. Wie komme ich denn da hin? Okay. Da ist irgendwas. Nur wie komme ich da hin? Bei der Seite hier nicht. Ah. Streuungsaufwertung. Ach, wir haben ja zu Hause eine Werkbank. Wahrscheinlich geht das nur da. Könnte möglich sein. Na gut, dann stolzieren wir mal weiter hier durch den Supermarkt. Guten Tag. Ciao. Guten Tag. Ich muss hier mal durch. Energy Drink. Da ist irgendjemand sauer. Ich hab gar nichts gemacht. Ich bin ganz lieb. Wir scannen mal eben alles ein. Retter. Nichts. Auch nichts. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ach, Retter, Inventar ist voll. Oh. Wow. Nichts und nichts und wieder nichts, oder? Ja. Das war ja klar. Wir müssen aber irgendwie
Nee, da müssen wir nicht raus, weil da kamen wir. Hallo, mach die Tür zu. Wir müssen hier runter. Die Lampe geht gleich aus. Was haben wir denn Schönes im Inventar? Wir haben Energy Drinks, damit können wir uns heilen. Damit können wir uns auch heilen. Wir können mal hier diese Feuergranaten. Mein Gott, die Flares benutzen. Wenn du den Kasten findest, schließ das Pad an, um die Kameras zu aktivieren. Es ist hier viel zu still. Guck mal hier. Gut, die CCTV-Kameras sind wieder online. Immer wenn du einen dieser Verteiler scannst, werde ich ihn hacken und deine Karte aktualisieren. Schau auf dein Pad. Das Problem ist, dass ich hier voll bin mit Müll. Die Bretter werfen wir mal weg. Die nehmen wir mal nicht. Hier war... Molotov-Cocktails sind Klassiker. Und Klassiker sind bekanntlich schwer zu schlagen. Das stimmt allerdings. Wir müssen aber woanders hin. Wir sind hier. Wow! Falsch. Was ist denn hier? Gut. Nun such den Weg zur Abkürzung von vorhin und schieb deinen Arsch in einem Stück zurück ins Safe House. Wieso stand der auf einmal da? Nur da hinten rausgehen. Naja, nur ist gut. Okay, dann machen wir das doch mal. Was zum Teufel? Der Drecksack macht genug Lärm, um Tote aufzuwecken. Los, raus da! Was zum Teufel? Puh. Haben wir das erste Mal einer auf die Mütze bekommen? Natürlich haben wir alle nichts dabei. War ja klar. Und da kamen wir gerade. Wir sollen jetzt zurück zum Safehouse. Dann machen wir das doch mal. Gut, den hätten wir auch mal beseitigt. Froh, wenn wir zurück im Safehouse sind. Hier ist ein bisschen brenzliger geworden jetzt. So, auf zurück nach Hause. Ja, wir wollen zum Safehouse. Damit hätten wir diese Ebene hier abgeschlossen, glaube ich. Brick Lane, Supermarkt. So, du bist also zurück. Vielleicht ist dir im Hauptraum eine Kiste mit Rabensymbol aufgefallen. Ja. Es wird Zeit, sie dir zu zeigen. Die habe ich schon gefunden, mein Freund. Da will ich jetzt erstmal ein bisschen Zeug abliefern. Des Weiteren werde ich auch mal jetzt hier was zunehmen. Dann kannst du Waffen, Munition und Vorräte aufbewahren. Draußen kannst du nicht alles mit dir rumschleppen, aber ein gut gefülltes Lager hält dir alle Möglichkeiten offen. Also, immer rein damit. Ja. Oh nein. Klasse, gerade rechtzeitig. Da rückt eine Horde an. Achte auf das Radar. Oh nein. Guck mal hier nochmal raus. Ah.
Aufstieg, Stufe 1. Stufenaufstieg. Scheiße. Es kommen immer mehr. Nein! Was zum Teufel macht er denn? Oh Gott! Oh mein Gott! Wow! Das wird Ihnen eine Lehre sein. Nicht, dass da noch viel Verstand wäre, aber Sie haben Jagdinstinkte wie Tiere. Und als solche sollte man Sie behandeln. Nicht als Nachbarn, Freunde oder Verwandte. Sie sind tot und das, was Ihre Gesichter trägt, ist nicht menschlich. Ich dachte, das wär's. Anscheinend immer noch nicht. Stirb doch jetzt. Was das jetzt? Gut gemacht. Aber es sind schon ein paar durch. Du musst sie erledigen. Ach, es sind ein paar durch. Hab ich ja noch gar nicht bemerkt. Wow, hau doch. Auf den Kandidaten hier. Oh oh. Mach eine Pause. Du hast sie dir verdient. Oh ja, die habe ich mir wirklich verdient. Das war ich schon nicht ohne hier. Leg dich hin. Ein Nickerchen wird dich wieder auf die Beine bringen. Das klingt sehr angenehm. Machen wir doch mal. Puh, das war echt knapp.